Ey, ich bin einfach so gebrochen, ne? So gebrochen. Nicht nur im Spiel. Ganz ehrlich, ich habe gerade eine SBC gemacht, das steht bei Foodbin, die kostet 3K. Erstmal wieder, warum bietet man Spieler, die bei Foodbin stehen, dass man die für 200 verkaufen kann, kaufen kann? Warum bietet man die für einen Mindestpreis von, keine Ahnung, 1200K an? Es macht einfach keinen Spaß. Das Pack kostet wahrscheinlich 4K und ich habe da jetzt 20K für ausgegeben, weil ich habe bei dem einzigen Spieler im ganzen Team, der wirklich nur 200 gekostet hat, aus Versehen statt 200, maximal Sofortkaufpreis 200 suchen, aus Versehen gelöscht und hab dann schnell gesniped. Ich hab einen für 10k gekauft. Ganz ehrlich, ich bin so gebrochen. Wenn wir da jetzt nichts Gutes draus ziehen, Alter. Hier, das. Bitte ein Walkout wenigstens. Dann hätte ich die 10k wieder raus. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ach ja, erstmal moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt. Ob wir dadurch 10k wieder raus haben? Der hier kostet 1,5. Der nochmal 1,3. Ein. Joa. Ich denke nicht. Aber. Hätte auf jeden Fall schlechter passieren können. Ey, warum? So, wir gehen direkt in die Rewards. Shotgun in die Videobeschreibung. Da ist mein Instagram, mein Discord-Server. So wie die FIFA 21 Ultimate Team und die FIFA 21 Ultimate Team Rewards Playlist verlinkt. Da könnt ihr überall gern vorbeischauen. Außerdem würde ich mich über eine positive Bewertung und das Abonnieren des Kanals sowie die Aktivierung der Glocke freuen. Dankeschön. Außerdem gern einen Mitleidskommentar da lassen. Schon wieder kein Workout, weil ich diese Scheiße wirklich ausgegeben habe für dieses Pack, Alter. Pereira 85er geht auf jeden Fall klar, aber das sind ja die Rewards Packs. Na, dafür habe ich ja kein Geld ausgegeben, dafür habe ich mit meiner wertvollen Lebenszeit bezahlt. Man merkt vielleicht mir schon an, dass ich sehr gebrochen bin, wirklich. Vom Spiel auch, vom Spiel auch. Workout. Schade, kein Tots, aber. Nein, ich will doch nur Lewandowski haben. Für eine SBC. Egal, der passt perfekt rein, weil ich habe gestern beim 84 Plus Spielerwahl-Ding Chiellini gezogen. Das heißt, mit Bonucci hat man dann schon mal eine Ecke an richtig krassen Spielern, die man reintun kann. In eine SBC. Bundesliga Tots würde ich dann wahrscheinlich machen, kein Walkout. Inform. Kolumbien, rechtes Mittelfeld. Kenne ich nicht. 81er. Geht auf jeden Fall klar. Also mit dem ganzen Pack-Opening mache ich natürlich mehr als 10k, aber trotzdem, das war so unnötig, dass ich das ausgegeben habe für jemanden, der 200. Das sind einfach 9800 zu viel. 9,8k zu viel. So, und jetzt in die Packs. Ich will noch einen Walkout sehen. Nicht nur einen aus diesem Kack. Nicht nur einen Walkout, bitte. Kein Walkout. Copa Libertadores. Joe Gomez. Wie viel kostet der mittlerweile? 5K, ich weiß noch, am Anfang hat der 90 oder so gekostet. Bitte noch ein Walkout. Kein Walkout, perfekt. Geht durch, Spanien. Zentrales Mittelfeld, Atletico. Saúl 84er. Geht auf jeden Fall klar, auch wenn ich aus den Packs lieber einen Walkout gehabt hätte. Der vor noch Witzel, Gosens, Hinteregger, Demir. Das ist echt ein Bundesliga-Pack, beziehungsweise deutsches Pack. Dann. Coquelin. Coquelin. Oh, der Ball sieht ganz okay aus. Und Saul und Volland zum Discarden. Scheiße, habe ich reingekackt bei diesem Pack. Ich war bei 215k. Jetzt bin ich unter 200k. Jetzt kann ich mir noch nicht mal Bailey holen. Das ist meine Bank, mein Verein. Ja, hier, das meine ich. Ich kann die beiden schon mal perfekt linken. Die Baller habe ich auch noch. Also auf Chemie komme ich auf jeden Fall für eine SBC. Dann hätte ich noch. Ja, Kier kann ich noch reintun dann. Dann bin ich schon mal full. Wenn es eine Dreierkette ist, kann ich dann auch noch Chiellini reintun. Bonucci. Wovon habe ich auch noch? Dann Ramsey. Also Juve-Team könnte ich auf jeden Fall machen. Noch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein. Ciao.